Der 62-jährige Paul Günther kommt ursprünglich aus Thun. Seinen Rebberg beim Bahnhof Üsserberg hat er vor 22 Jahren von seinem Schwager zur Bewirtschaftung übernommen. Der hat aus gesundheitlichen Gründen kurzer treten und hat wollen, dass die Reben in der Familie bleiben. Dann hat der Paul Günther noch in Bären gewohnt. Zusammen mit seiner Frau, der Ruth Günther Leikener, der von Üsserberg kommt. Seit 12 Jahren leben die beiden jetzt in Üsserberg. Was fasziniert ihn noch am Weinbau? Es ist ein interessantes Hobby. Man lernt wieder etwas. Alle Jahre entdeckt man wieder etwas, was man falsch gemacht hat oder was man besser machen könnte. Man hat etwas von diesem ganzen Hobby. Man hat also nicht nur Arbeit, sondern es schaut etwas dabei raus. Das ist eine interessante Sache. Als der Paul Günther angefangen hat, hat er nicht viel verstanden vom Weinbau und hat sich alles aneignen. Leute fragen oder fünf Leute fragen, wie geht's, und dann hast du 10 Meinungen. In Chinum auf 930 Höhenmeter bei Üsserberg gelegenen Weinberg baut ein Riesling Silvaner an. Auf dieser Höhe gedeihen die weißen Trüben besser. 400 Rebstöcke pflegt er auf der rund 300 Quadratmeter. Frühjahrsfrost und schlechtes Wetter Anfang Sommer. Wie haben das die Rebstöcke von Paul Günther überstanden? Wie ist er mit der Ernte zufrieden? Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Auto. Ich konnte ihn zum grössten Teil wegbringen. Und war eigentlich im Grossen und Ganzen recht zufrieden. Es war schon ein trockenes Jahr. Wir hätten vielleicht einmal mehr Wasser geben sollen. Aber sonst im Grossen und Ganzen zufrieden. Eine ausreichende Bewässerung ist auf dem ständigen Boden notwendig. Darum hat es in der Rebe ein Bewässerungssystem. Zu viel Wasser dürfen die Reben aber auch nicht bekommen. Die größte Bedrohung von seinen Reben sieht der Paul Günther im Dachs. Der hat sich schon mehrere Mal gütlich getan an den Triebel. Das Netz, das die Wespen abhat, hat der Dachs kurzerhand durchgebissen. Ein Metallzeug soll da jetzt Abhilfe schaffen. Der Paul Günther hat seine Reben für den Hausgebrauch. Er lässt keine Flaschen abfüllen, sondern gönnt sich seine Wein direkt vom Fass. Riesling Silvaner hat er von seinem eigenen Rebberg und dieses Jahr rechnet er mit etwa 200 Liter. Rote Triebel kauft er selber noch ein und kältert sie. Dazu schaut er dem Fanta und dem Pino von seinem Schwager. Vor kurzem ist der Paul Günther pensioniert worden. Hat er jetzt mehr Zeit für seine Reben? Ich habe das im Sinn, ja. Mich besser zu den Reben zu schauen. Weil bis jetzt war es schon immer eine Zeitfrage. Und dann sollte ich fleissiger in den Reben anzutreffen sein. Der Paul Günther ist einer von fast 13'000 Hobbywinzer im Wallis. Vollamtliche Weinbüro gibt es nur ein paar hundert. Wie er am besten spritzen tut, da lässt er sich von der Erna Burgener beraten. Die Erna Burgener aus St. Germain ist eine der bekanntesten Winzerinnen im Oberwallis. Und wie ist sie mit dem Jahrgang 2012 zufrieden? Wir haben einen guten Jahrgang. Wir sind sehr zufrieden. Klar, wir haben weniger. Eine Schuppe hatten Bodenfrost. Eine Schuppe hatten Meltau-Probleme. Das ist halt ein grosses Problem. Aber jetzt hier in St. Germain haben wir es ziemlich im Griff gehabt. Wir haben schon ein paar Parzellen, die befallen sind vom Echtumeltau. Aber wir haben es ziemlich im Griff gehabt. Wenn ich in Letrozaio war, die Schäden, die die da hatten, war manchmal fast zum Flennen, wenn ich das gesehen habe, gegenüber ihm. Die Erna Burgener legt Wert darauf, dass man sorgsam umgeht mit der Chemie. Ja, wird er schon sehr viel darauf schauen, dass wir nicht zu viel Kupfer brauchen. Also die Leute, die ich jetzt so das Glück habe, zu beraten, und das macht mir auch sehr viel Freude, ich schaue, dass wir ja nicht mehr als 2,5 Kilo bis 3 Kilo Kupfer brauchen auf Hektar. Wir brauchen auch viel, viel weniger mehr Insektizid. Das heisst, man braucht auch nicht mehr so Gifte für die Reben zu spritzen. In der Insektizid haben wir wirklich, kann man sagen, 2-3 Millionen gespart im Wallis. Das ist eine grosse Zahl. Wenn man denkt, früher hat man einfach gemeint,
mehr ist mehr und heute ist man das Gegenteil. Weniger ist mehr. Wichtig ist auch das rechte Timing beim Spritzo und eine gute Zusammenarbeit untereinander. Dann halt euch schauen, wie ist das Wetter? Wird er viel Spritzen? Wenn man lang schön hat, braucht man ja gar nicht Spritzen. Wenn man sieht, dass man das Wetter sich verändert, dann muss man halt spritzen. Man arbeitet mit den Wittiwalzen zusammen im Wallis. Man hat verschiedene Gruppen. Wir sind auch Winzerinnen, die wir miteinander arbeiten. Die Gruppenchef, die wir miteinander telefonieren. Wie sieht es mit uns? Die hat mir wieder mich beraten. Mit uns sieht es auch uns. Wir haben einen sehr guten Kontakt mit dem Châteauneuf. École d'Agriculture, wo wir auch immer telefonieren und so. Und so kann ich durch die Kontakte, die ich hier aufbauen kann, ich euch die Leute sehr gut beraten. In den letzten Jahren sind wieder alte Rapsorten aufgekommen im Wallis. Auch die Erna Burgener begrüßt das. Ganz sicher. Am Petit Darwin hat man ja immer im Wallis gehabt. Musste ein bisschen davon abkommen nachher. Aber jetzt hat man das wieder sehr, sehr aufgebrungen. Und wir haben hier auch Schuppenparzellen, die wir jetzt Petit Darwin haben. Wir haben sehr viel Gurnelen. Also Gurnelen war ja früher der Landrote. Wir hatten auch Landrote gehabt. Aber nachher hat man Schutzje, ist man von dem abgekommen, weil er braucht einfach viel mehr Arbeit. Er ist sehr mehr arbeitsintensiv. Und dann hat man uns ein bisschen Angst gehabt, gesagt, ja, ich sagte, es gibt viel Arbeit und so. Aber ich muss sagen, wir machen hier Gurnelen und hier in St. Germain ist wirklich auch die Lage. Wir machen sehr gute Gurnelen. Der Moritz Schmidt ist der Hauptmann der Fronleichnam-Zunft in Uisserberg. Was ist eigentlich der Sinn? Also jede Fronleichnam-Zunft von Uisserberg. Und die Freileichnamszunft hat eigentlich der Sinn und Zweck, die ist dafür da, für die Verherrlichung vom Fronleichnamsprozession wie von der Segensonntagsprozession zu organisieren und mitzugestalten. Wie viele andere an uns Uisserberg hat die Fronleichnamszunft Raben in St. Germain. Und wir haben hier ca. 1100 Meter Raben. Und die Raben werden gepflegt von den Zunftmitgliedern. Und jeweils wird einer bestimmt für zwei Jahre, der sogenannte Rebenvogt. Der ist verantwortlich für die zwei Jahre für die Reben. Der Rebenvogt von der Fronleichnam-Zunft Uisserberg ist der Ephrem Heinen. Wie ist er zufrieden mit seiner Ernte in diesem Jahr? Man kann sehr zufrieden sein mit der Ernte. Wenn ihr hier im Hintergrund sehen oder seht, ist hier ca. die Hälfte der Parzelle Merlo drin. Der hat ganz gut gewegt. Der hat wir haben noch mit 104 Öchsli abgegeben. Und der Fonda, da sind wir jetzt gerade dran. Der geht zur Hälfte, starke Hälfte uns mit uns in den Burgerkeller. Und wir zusammen mit der Gemeinde in den Keller. Die Gemeindekeller in Uisserberg wird der Zunftwein also gelagert. Wie sieht es denn mit den Schäden aus in diesem Jahr? Ja, kann ich jetzt sagen, in dieser Parzelle ist das eigentlich ohne Schaden durchgegangen. Man braucht natürlich, wenn man aber verantwortlich ist für so einen Rebpark, sehr viel Glück. Das ist einfach die vielfache Glückssache, dass man im rechten Moment gegen Spritze beispielsweise und so haben wir es noch bewerkstelligen können, dass mit Glück, dass da mehr oder minder schadlos ist über die Bühne gegangen. Trotz etwas weniger grosser Ertrag als im Vorjahr, die Experten erwarten einen ausgewogenen, guten Weinjahrgang 2012.